Der 10. planetare Mond vom 4. April bis zum 1. Mai 2012. Der 10. Mond, der 10. Zyklus von 28 Tagen, führt das laufende Energiejahr vom 4. April bis zum 1. Mai auf sein primäres Ergebnis. In diesen 28 Tagen wird zunächst einmal angezeigt, was das Energiejahr in diesem Prozess in der Wechselwirkung zwischen den gestellten Themen und der menschlichen Reife erbracht hat. Darin wird auch sichtbar, wie weit das menschliche Massenbewusstsein bereits gereift ist. In diesen 28 Tagen des 10. Mondes vom 4. April bis zum 1. Mai ist primäre Erntezeit des laufenden Jahres. Der Volksmund mit seiner Weisheit, der April mache, was er will, kennt noch die Zeitenergie in diesen Tagen. Die planetare Manifestation benennt die Qualität des 10. Mondes. Damit ist in einem gewissen Sinne auch das Jahr gelaufen. So sollte man sich diese 28 Tage mit seinen Ausdrucksformen sehr genau anschauen und hineinspüren. Dieses Energiejahr befindet sich im vorletzten Jahr des laufenden 13-jährigen Zyklus bis 2013. Und das bedeutet, dass die Themen in diesem Energiejahr noch nach Nachbesserungsmöglichkeiten suchen und diese finden werden. Danke. Die Affirmation für diese Tage lautet: Ich löse auf, um auszugleichen, Möglichkeiten neu freisetzend. Wiederhole ich gern. Ich löse auf, um auszugleichen, Möglichkeiten neu freisetzend. Kin 206, weißer spektraler Weltenüberbrücker, ist die inhaltliche Qualität der archetypischen Ordnung für diese 28 Tage des 10. Mondes. Mit Kin 206, mit der Aufbruchkraft des Tones Elvis und dem sechsten Siegel, dem weißen Weltenüberbrücker, wirkt eine Schlüsselkraft, Fehlentwicklungen wieder neu auszubalancieren. Innerhalb der Kriegerwelle, qualifiziert vom Ton 11 im 10. Mond, ist das eine gewaltige Energie für diese laufenden 28 Tage. Mit dem Bezug zur Geschichte bewegen wir uns in diesen 28 Tagen fraktal von 1958-59 bis hin zu 1985-86. Eingebettet in Kin 206, in der Kriegerwelle, ihr folgt die Mondwelle. Mit ihr beginnt das fünfte Zeitschloss. Die restlichen Tage werden von der Qualität der Geistinformationssubstanz in der neu liefernden Windwelle komplementiert. Das gesamte Energiefeld im 10. 28er Zyklus wirkt auf die reife Ergebnis des jetzigen Energiejahres hin. Danke. Der 10. Mond in einem laufenden Energiejahr ist der Ton 10 oder die planetare 10 steht für Manifestation erst einmal. Und die Manifestation von dem bisher Erreichten, was sich eben halt entsprechend aufgebaut hat in den vorangegangenen 9 Monaten, zeigt sich jetzt in manifester Form. Und das bedeutet, wie ist denn dieses primäre Ergebnis, wie schaut das denn aus? Und da das Energiejahr, wie wir wissen, bis zum 25. Juli weiterflutet, ist es ein vorläufiges Endergebnis. Aber in diesen Tagen zeigt es sich deutlich, wie dieses vorläufige Endergebnis aussieht und wie spürt und fühlt es sich an für uns ganz individuell und in der Wechselwirkung mit dem Kollektiv. Und was ist daraus jetzt für die verbleibenden 3 Monde noch Neues gegebenenfalls zu tun, nachzubessern? Und mit dieser Volksweisheit, der April mache, was er will, ist das sehr schön ausgesagt. Das heißt, wir haben ein Ergebnis und wenn wir damit zufrieden sind, dann hat es auch Bestand. Wenn wir aber nur fast zufrieden sind, und es ein Ergebnis sein soll, dann wird es aber auch sehr schnell wieder negiert und entsprechend negiert, möchte ich sagen, und entsprechend gegebenenfalls vom Tisch gewischt. Und wir dürfen wieder von vorne anfangen. Die Affirmation, ich löse auf, um auszugleichen, Möglichkeiten neu freisetzend,
ist mit dieser Ausbalancierung gemeint. Das heißt, wir haben jetzt auf ein Ergebnis hingearbeitet, 10 mal 28 Tage lang. Das ist ja schon eine ganz schöne Zeitepoche. Und jetzt haben wir das Ergebnis und jetzt dürfen wir wirklich deutlich spüren, wie ist das gewünschte Ergebnis. Und das Besondere in diesem dann Ernteergebnis ist, dass neue Möglichkeiten, diese Geistesblitze, was ich benannt habe, werden dann entsprechend eingebracht, um nicht nochmal 280 Tage, sondern in gegebenenfalls ein paar Tagen neue, richtungsweisende, in Anführungsstrichen bessere Ergebnisse zu erzielen. Vom 7. April bis zum 19. April 2012 befinden wir uns in der Welle von Muluk, dem roten Mond. Das Potenzial, sich zu erinnern, aus der Tiefe des Seelengrundes zu schöpfen, wird mit dieser Mondwelle getragen. Die reinigenden Impulse, die Blockaden auflösen und Prozesse wieder zum Fließen bringen, sind subtile Wirkkräfte dieses Potenzials. Muluk, der Mond, ist die archetypische Vorform des Wassers. Die Beachtung des Stoffes Wassers ist in dieser Zeit ebenso angebracht wie der gesamte Komplex, der sich um unser Thema Blut bewegt. So ist es eine Zeit, wo etwas neu in den Fluss gebracht werden kann. Unsere Menschwerdung steht dazu in unmittelbarem Bezug. Eine Zeitzone, wo man nach innen gerichtet, orientiert sein darf und nach innen gerichtet schauen sollte. Ja, vom 7. April bis zum 19. April, die Welle von Muluk, dem roten Mond, ist dahingehend sehr kostbar, dass wir je nach Bewusstseinsgrad, wissend, dass unser Blut die Seelenfrequenz hält und die DNA flutet, kommen jetzt je nach Reinheitsgrad, das ganz ohne Wertung natürlich, Impulse ins Leben, die jetzt durch vorangegangene Reinigungsprozesse, Hauptwaschgang ist gelaufen, sozusagen kommen jetzt neue Bewusstseinsaspekte in die Wirkung und zeigen sich ganz klar und möchten artikuliert werden. Und in dieser Klarheit und in dieser vorangegangenen Kraft werden uralte Blockaden festgefahrene Situationen in eine neue Resonanz und in eine neue Möglichkeit gebracht. Ja. Vom 20. April bis zum 2. Mai 2012 befinden wir uns in der weißen Welle von Ik, dem Wind. Hier fließen durchflutende Geisteskräfte, die immer Informationen in die laufenden Prozesse einbringen. Diese letzte weiße Welle im Zolkin hält auch die allerhöchste Ordnungsinstanz. Häufig kommt es zu ganz persönlichen Gegebenheiten, für schmerzhafte Impulse oder auch für anstehende Kurskorrekturen. Wenn du Kommunikationsprobleme hast, lass dich von diesem Energiefeld der Windwelle weiter unterstützen. Solche Barrieren und Blockaden neu zu überwinden. Diese Welle mag sehr streng wirken. Das väterliche Prinzip greift hier. Sie hilft dir aber auch, deine Spur gänzlich neu zu finden. Nutz dieses Angebot von Herzen gerne aus. Danke. Ja, die vorangegangene Muluk, die rote Welle, hat entsprechend offenbart, wie die Schöpfung, wir sind ja diese Schöpfung und reflektieren auf unsere göttliche Quelle wie ein Echo. Wenn wir die vorangegangenen Wellen und Zeitqualitäten ignoriert haben oder nicht wahrgenommen haben. Es gibt ja keinen strafenden nicht oder belohnenden Gott. Wir sind es immer selbst mit unserer Schöpfung. Wenn wir aber, wie gesagt, die Impulse von unserer Seele, von unserem Seelengrund nicht optimal, nenne ich es mal so, umgesetzt haben, korrigiert diese weiße Windwelle. Ik, der weiße Wind, steht für das väterliche, göttliche Vaterprinzip,
des freien Willens und der Geist bestimmt Materie. Das heißt, wenn da jetzt Unvollkommenheiten sind, die für unsere Entwicklung und für die gesamte Menschheit nicht mehr dienlich sind, dann offenbaren die sich sehr streng, kann man sagen, um eben halt weitere Korrekturen aus Liebe heraus vornehmen zu dürfen, damit das endgültige Ergebnis in Manifestation gehen kann. Eine sehr klare und dankbare Zeitzone, ja, wie ein ganz glasklarer Frühlingstag es sich zeigt, okay, so schaut nun die Zeit aus und so möchte ich die Schöpfung verwirklicht sehen.